Axt schlechter vor so Wind, naja. Ja, komm hier. Hüter, Großaxt. Oh, die ist natürlich noch stärker. Alter Schwede. Energie 210. Damit sind wir aber wieder zu langsam. Ist auch scheiße. Fügung. Dann bleibe ich lieber bei der Axt hier, weil die andere Axt ist echt ein bisschen zu happig für. Warte mal, ich kann ja hier mal kurz hier. Ach komm, einen können wir noch. Oder auch nicht. Dann machen wir mal hier noch die Stärke um. Ja, zwei Punkte mehr haben wir ja eh nicht. Zack. Vielleicht können wir ja jetzt mit Inventar. Die verbraucht aber garantiert zu viel. Alter. Naja, könnt ihr ja mal probieren an dem da oben. Wenn nicht, muss ich halt die Waffe wechseln, weil die sieht wirklich heavy aus. Der da oben, der ist jetzt unser Ziel. Der da. Ist das der? Ne, das ist der gar nicht. Scheiße. Hier, er hier, der jetzt hier rauskommt. Okay. Der ist natürlich auch super geblockt. Hm. Also die... Ich kann damit tatsächlich den Block von den Typen. Durchbrechen, aber... Die verbraucht so viel... Von dem... Von meiner Energie. Also ich kann halt nicht damit schnell schlagen, aber ich habe sogar schon dagegen was getan. Also... Vielleicht lieber bei der anderen Achse. Aber die macht natürlich, wenn sie hier trifft, schon massive Schäden. Ist das der? Du bist das, ne? Dreht er sich rum und greift mich an. Ey, manchmal da glaubst du es echt nicht. Mmh, du kleine Made, ey. Ha! Ey. Keine Sau könnte diese schwule Axt heben, ganz im Ernst.
zauber ich dir mal was vor. Oder auch nicht. Ja, die nerven echt. Ist einfach awesome, wie die... Abwehr steht. Hier ist doch auch wieder so ein Scheißding. Gib mir mal kurz meinen... diesen komischen... Ne, halt. Aber wie soll ich denn da durchkommen? Ich habe ja nichts. Achso, na klar. Funktioniert super. Ach, hier funktioniert gar nichts. Verlassen, nee, wir wollen hier nicht verlassen. Können wir hier drauf und kann da irgendwas Tolles finden? Nö, glaub nicht. Da ist doch was dahinter. Die Wand ist doch riesig. Ich kann da sogar durchgucken. Scheiß. Ja. Das war ja auch lang ruhig, was ich so gemacht habe. Aber jetzt habe ich ja mittlerweile... bin ich wieder voll dabei. Ich mache ja hier die... neueste Sache. Habe jetzt ja natürlich auch die anderen Videos veröffentlicht. Ich habe auch momentan nicht mal Lust... Drink Age weiter zu machen. Ich kann ja sogar mehr Tränke nehmen. Das ist mir gerade so aufgefallen. Also ich meine, es ist mir vorhin schon aufgefallen, dass ich 5 Stück hatte. Was? Komm. Hä? Was willst du? Alter Schwede. Die ist zwar nicht die Schnellswaffe, aber die ist zweckmäßig. Freund oder Feind? Wo bin ich hier eigentlich? Ich muss den Signalfeuerturm auf der anderen Seite des Friedhofs erreichen. Das ist Selbstmord, doch. Doch ich habe keine Wahl. Es ist unsere einzige Hoffnung auf Hilfe. Wenn es denn noch jemanden gibt, der helfen kann. Ich bin ja... Geh aus dem Weg! Ich suche einen Mann namens Kaslor. Moment mal. Ich kenne dich. Du solltest im Gefängnis sitzen. Jeder kennt deine Verbrechen. Lang ist es her, Hauptmann. Du bist ein Tier und gehörst in einen Käfig. Was hast du hier unter den Tapferen zu schaffen? Kaslor war ein Idiot, dich rauszulassen. Ich bin hier, um meine Arbeit zu tun. Falsch. Meine Männer sind hier, um ihre Arbeit zu tun. Ich kann nur raten, warum du wirklich hier bist. Aber sicher hat es mit Beute zu tun. Irgendwas von Wert gibt es hier sicher für dich zu holen, was? Glaub doch, was du willst. Pass lieber gut auf dich auf, Harkin. Ich suche jemanden in der Zitadelle. Vielleicht hat Kaslor keine andere Wahl gehabt, als sich mit einem wie dir einzulassen. Aber mir reicht ein Blick, um zu erkennen, was du wirklich bist. Bleib schön hier draußen. Er sucht nach dem Ort, von dem aus die Roga in die Abtei eindringen. Geh zum Friedhof. Du hast hier Feinde. Und zwar nicht nur die Roga. Geh jetzt und bleib von mir und meinen Männern fern. Okay. Wir sind ja hier herzlichst willkommen. Wie ich das so sehe. Jetzt wüsste ich natürlich zu gern, da war ja noch die Tante, ne? Die vor dem Tor stand.
Ich habe hier null Ahnung, wo wir genau gerade sind. Blutiger Feuerstein. Ich habe ja auch immer noch die ganzen... Dies ist meine vierte Nachtwache. Die ersten drei waren ruhig, bis auf die Gerüchte, die sich unter uns verbreiten. Gerüchte über die Roga. Sie sind nirgendwo zu sehen, doch da ist ein Leuchten am Horizont. Die Dörfer brennen. Und das Feuer könnte näher kommen. Ich glaube nicht, dass es noch viel länger ruhig sein wird. Ich auch nicht. Ja, hier, der bleibt zu. Warte mal, ist das nicht der Platz, wo die Alte war? Wenn ja, dann sind wir ja praktisch... Das ist tatsächlich der Platz, wo die Alte war. Platz der Richter. Also wir sind jetzt praktisch... Wir haben uns jetzt unter der Erde gestellt, um jetzt hier weiterzumachen. Mit unserem Training. Wir sind ja hier... Weißt du, Training Day und so. Was ist denn das da? Ist das überhaupt was? Der sieht ja total freundlich aus. Gegen den möchte ich sofort antreten. Vielleicht können wir den ja niederringen, bevor er uns sieht. Ich glaube, an dem werde ich auch nicht vorbeikommen vorhin. Also gestern, wo ich da noch so untrainierend war. Der merkt mich garantiert, wenn ich hinter dem stehe. Der hat dieselbe Axt wie ich. Oh. Boah. Ach du Scheiße, ist das der Typ mit dem Mega-Schild da, was da erzählt wurde? Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist hier mit meiner Axt jetzt. Shit. Den hat es überhaupt nicht gejuckt, dass ich das Ding hab. Scheiße. Trotzdem. Ach du Scheiße. Oh. Na Kommandant, was sagst du? Faires Duell? Shit. Na, Kommandant. Na, wo ist ein Diener?
dich kriege ich auch noch, du übergroßer, kleiner. Nummer 3. Kommandant! Ja. Pfeilspitze, Faustwaffe, Kommandantenschild. Ach, jetzt haben wir den Schild von diesem Typen gekriegt. Den haben wir ja dann zumindest auf dem Rücken, der ist ziemlich geil. Also ich glaube, wenn ich hier so das erste Mal reingekommen wäre, dann hätte ich das ganz schön schwer gehabt. Aber jetzt ging es eigentlich.